Die EZB hat ihre Leitzinsen erhöht, unter anderem um 25 Basispunkte auf 4,0%. Das war die Leitzinssteigerung. 4%, und das war jetzt die 8. Leitzinserhöhung in den letzten 11 Monaten. Die Niedrigzinsphase oder eigentlich die Nullzinsphase, die wir eben gewohnt waren die letzten Jahre, die ist definitiv vorbei. Wir leben jetzt wieder in einer Phase, wo es Zinsen gibt. Diejenigen, die Kredite haben, die speziell die variabel verzinst sind, die werden sagen, ach, tut weh. Diejenigen, die sparen wollen, die werden sagen, ja, okay, es gibt zwar Zinsen, aber die Inflation und so weiter. Es ist eben alles kompliziert. In diesem Video möchte ich einen kleinen Überblick, wie gewohnt, geben. Wo steht denn aktuell der EZB-Leitzins bzw. die EZB-Leitzinsen? Wie sieht es denn aus mit den Sparzinsen? Wie sieht es denn aus mit den Kreditzinsen? Wie sieht es denn aus mit Realrendit? Ui, ui, ui. Und was heißt denn das für unser Geld? Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Sieh zu, wenn du wissen möchtest, was eben diese Leitzinserhöhung wieder für Auswirkungen hat auf uns hier in Österreich. Herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Greiner von Poker-Test.at, dem österreichischen Poker-Tester und Vergleicher. Die Europäische Zentralbank hat jetzt eben die Leitzinsen wieder erhöht. Warum hat sie die Leitzinsen erhöht? Nein, das soll eben den Kampf gegen die Inflation verbessern, beziehungsweise das ist eben ihr Mittel, über die Zinspolitik eben da eine Steuerung hineinzubringen. Gelingt das Ganze? Naja, die Inflation geht natürlich ein wenig zurück, aber eben der letzte Stand war eben Mai 2023. Die Teuerungsrate im Vergleich zum Mai Vorjahr lag noch immer bei 8,8%. Das heißt, ja, wir waren natürlich schon zweistellig, aber so richtig erfolgreich ist der Kampf gegen die Inflation anscheinend nicht. Jetzt die jüngste Erhöhung von der EZB von 3,75 auf 4,0%. Das war jetzt eben die 8. Erhöhung in den letzten 11 Monaten. Und die Einlagefazilität, das ist eben der Zinssatz, zu dem Geschäftsbanken risikofrei bei der EZB einlegen kann, der ist ebenfalls auf 25 Basispunkte gestiegen. Der liegt jetzt eben bei 3,5%. Der war vorher bei 3,25%. Der ist in den letzten Jahren stets um 0,5 Prozentpunkte niedriger gewesen als eben der allseits bekannte EZB-Leitzins. Es gibt ja mehrere EZB-Leitzinse, aber der Festsatz, der liegt eben bei 4% und die Einlagenfazilität liegt mittlerweile eben bei 3,5%. Hier in dieser Tabelle siehst du ganz einfach die Entwicklung, wie sich das Ganze eben entwickelt hat. Seit September 2019 hatten wir eben einen negativen Einlagenzins bei der Einlagenfazilität in der Höhe von minus 0,5%. Wir Anlegerinnen und Anleger kennen das ja von Flattex. Die haben mit diesem Negativzins in der Höhe eines Negativzins auf Cashguthaben am Verrechnungskonto in der Höhe von minus 0,4% weitergegeben und der EZB-Leitzins, der Festsatz war eben bei 0%. Jetzt eben mit 21.07.2022 hat die EZB eben begonnen, in verschiedenen Schritten eben die Zinsen zu erhöhen und du siehst eben in dieser Tabelle, es ist immer vorangegangen. Zuerst einmal eben gleich einmal 50 Basispunkte, dann 75 Basispunkte, 75 Basispunkte und. Und jetzt werden die Zinsschritte kleiner und kleiner, bis eben die EZB höchstwahrscheinlich sagt, so, jetzt reicht's und jetzt lassen wir das gleich, beziehungsweise geht es vielleicht auch wieder in die andere Richtung, wo sie dann ganz einfach schauen, okay, wann ist es eben so weit, bis wir eben unser Inflationsziel und das Inflationsziel der EZB ist eben ca. 2% eben erreicht ist. Aber der Weg ist noch weit hin. Wir hier in Österreich eben Inflation aktuell im Mai 2023 8,8%. In der EU, die meisten Staaten in der EU sind deutlich niedriger, aber wir haben ja irgendwie hier das Nachsehen. Wie geht es nun weiter mit der EZB, mit den nächsten Leitzinssenkungen bzw. Erhöhungen? Naja, das passiert immer im Rahmen einer Sitzung. Die nächste Sitzung ist am 27.07.2023, also nicht einmal eineinhalb Monaten. Wie geht es da weiter? Man weiß es natürlich nicht, aber hier könnte eben die nächste leichte Erhöhung stattfinden. Dann kommen noch drei weitere Sitzungen im Jahr 2023. Das ist eben am 14.09., am 26.10. und am 14.12.2023. Also wir haben in diesem Jahr noch 4 EZB-Sitzungen. In diesen EZB-Sitzungen kann natürlich noch einiges passieren. Kommen noch weitere Erhöhungen?
Das ist ein Blick in die Glaskugel. Man weiß es eben nicht, was eben kommen kann. Selbst wenn die EZB sagt, wir erwarten eben aktuell keine größeren Anhebungen mehr oder wir sagen, okay, das war es einmal so weit. Unterm Strich wissen sie es nicht, denn sie reagieren natürlich auch auf den Markt. Was tut denn der Markt? Wie sieht es denn aus mit den Teuerungen? Geht die Teuerung jetzt endlich zurück oder eben nicht? Davon hängt dann eben die weitere Entscheidung bei den einzelnen EZB-Sitzungen ab, ob es dann raufgeht, runtergeht oder ob die Zinsen eben gleich bleibt. Aktuell sieht es eben so aus, in der Glaskugel, dass es anscheinend eben eher ja, keine allzu großen Veränderungen mehr geben wird. Wenn die EZB bei den Leitzinsen eben etwas tut, was hat denn das für Auswirkungen? Das hat eben verschiedene Auswirkungen. Ich zeige dir jetzt 5 Möglichkeiten, welche Auswirkungen es haben kann. Aber haben kann, könnte, Konjunktiv, es ist eben nicht in Amen, es ist kein Sakrament, dass es eben heißt, wenn die EZB Leitzinsen steigen oder wenn die Leitzinsen steigen eines Staates bzw. einer Zentralbank, dass es tatsächlich diese Auswirkungen geben kann. Aber es gibt starke Indizien dafür. Zum Beispiel, der erste Punkt ist, die Kreditkosten steigen. Und zwar, wenn die Leitzinsen erhöht werden, steigen eben auch die Zinssätze für die Kredite, einschließlich Konsumkredite, Hypothekkredite, Verbraucherkredite. Und das gilt natürlich für all jene, die bestehende Kredite haben und die variabel verzinst sind. Da gibt es eben meistens Referenzzinssätze, wie zum Beispiel den Euribor. An den ist das Ganze geknüpft. Und wenn der Euribor steigt, weil eben die Leitzinsen steigen, dann steigen eben auch die Kreditzinsen. Und ebenso steigen die Kreditzinsen für jene, die einen neuen Kredit haben möchten, weil die schließen eben neu ab. Diejenigen, die einen Bestandskredit haben und einen fixen Zinssatz, die sind eben alle locker außen vor und für die passt das dann eben. Diese erhöhten Kreditzinsen führen dazu, dass eben die Nachfrage nach Krediten gedämpft wird. Das wäre eigentlich das Ziel. Der zweite Punkt ist Sparanreize. Wenn es eben höhere Zinsen gibt, dann heißt es dann eben für uns, hey, hohe Sparzinsen, ich gebe das Geld nicht aus, ich konsumiere nicht, sondern ich spare es eben an. Mit höheren Zinssätzen auf Einlagen und Sparprodukte steigt der Anreiz, Geld zu sparen. Menschen könnten dazu ermutigt werden, mehr Geld zur Seite legen. Das wäre eben auch ein Ziel, um von den höheren Zinserträgen zu profitieren. Dies könnte zu einer Verringerung der Konsumausgaben führen. Aber ein Blick auf die Sparzinsen zeigt, naja, okay, ob einer Bindung von 12%, 3% vor Käst, vor Kapitalertragssteuer, 25%, ist das Ganze einigermaßen mittlerweile okay. Aber ich zeige dir dann später, die Realrendite ist natürlich immens schlecht. Der dritte Punkt ist Abschwächung der Investitionstätigkeit. Unternehmen könnten bei höheren Kreditkosten zögern, neue Investitionen zu decken. Höhere Zinsen machen es teurer, Kapital für Investitionen zu beschaffen, was die Investitionsaktivität beeinflussen kann. Das kann sich negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken. Das heißt einfach, das Ganze ein bisschen dämpfen, ein bisschen runterkommen und die Wirtschaft ist in den letzten Jahren wirklich auf Hochtouren gelaufen und mit einem höheren Leitzins wird eben versucht, das Ganze eben weiter runterzubekommen. Währungsaufwertung wäre eben der vierte Punkt. Wenn die EZB die Zinsen erhöht, dann könnte es eben auch sein, dass die Währung aufwertet im Vergleich zu den wichtigen Referenzwährungen, wie zum Beispiel den US-Dollar. Wir haben eben einen Verfall gesehen vom Euro, aber in den letzten Wochen ist eben der Euro wieder im Vergleich zum US-Dollar gestiegen bzw. teurer geworden. Dies könnte die Wettbewerbstätigkeit der Exportindustrie beeinträchtigen und den Handelsbilanzüberschuss verringern bzw. deutlich absenken. Das heißt, das ist eben so ein, ja, was bringt es, was hat es? Was heißt das für die Aktienmärkte? Naja, eine Zinserhöhung ist in der Regel eher schlecht für die Aktienmärkte, weil wir Anleger und Anleger dann sagen, naja, eine risikolosere Rendite bekomme ich dann eben bei Anleihen. Die Anleihen, wenn die eben frisch ausgegeben werden, die müssen dann eben zu einem höheren Zinssatz verzinst werden und wir sehen dann eben, naja, eigentlich, wenn ich da jetzt eben, nehme jetzt da keine Dividendenaktie mit 3%, sondern ich nehme da ganz einfach eine Anleihe mit 4%, weil unterm Strich da eben mehr rauskommt für mich. Wie ich dir aber vorhin schon gesagt habe, also diese 5 Punkte, es gibt keine Garantie darauf, dass das tatsächlich alles Auswirkungen sind von Leitzinserhöhungen, aber es könnten eben zu diesen Auswirkungen führen. Was heißt es eben für die Sparzinsen? Die Sparzinsen, habe ich da vorher schon erklärt, die sollten eigentlich steigen. Gleichzeitig zeige ich dir aber hier ein Diagramm. Auf diesem Diagramm siehst du eben in der gelben Linie bzw. in der grauen Linie die EZB-Leitzinsen. Der EZB-Leitzins, der ist eben bei 4% steht, bzw. die Einlagenfazilität, wo eben Geschäftsbanken einlagen können, das ist eben die graue Linie. Das ist das, was eben die Geschäftsbanken
bekommen und wir sehen aber hier eben über die orange Linie bzw. über die blaue Linie die Top 5 Tagesgeldangebote bzw. die durchschnittlichen Tagesgeldangebote und wir sehen da ganz einfach, naja, da tut sich eigentlich nicht sehr viel. Wir sehen es ja bei den Top 5 Angeboten, da sind eben so Angebote drinnen, Auslandsbanken, zeitlich beschränkte Angebote, nur Neukundenangebote, also wirklich die Creme de la Creme der Zinsangebote, die ist eben auf der blauen Linie abgebildet. Da kommen wir in die Nähe von der Einlagenfazilität. Aber die Mehrzahl der Angebote, da dümpeln wir eben bei 1% herum, beziehungsweise knapp über 1%. Und du siehst da ganz einfach, da ist es ein Riesenunterschied, was die Geschäftsbanken bekommen bei der EZB und das, was sie eben uns weitergeben. Das ist eigentlich nichts, speziell bei den ganzen Filialbanken. Da schauen wir Anlegerinnen und Anleger total durch die Finger. Und es mehren sich natürlich auch die Stimmen aus der Politik bzw. aus den Konsumentenschutzbereichen, wo es eben heißt, gebt den Leuten endlich Sparzinsen. Also die Geschäftsbanken vergessen irgendwie, dass sie die Zinsen weitergeben. Und wer steckt das Ganze ein? Den Zinsunterschied zu zur Einlagenfazilität, beziehungsweise die Banken geben ja das als Kredite wieder weiter, das holen sich die Banken. Und wenn man sich die G&Vs der Banken ansehen, dann sieht man ganz einfach, die verdienen in den letzten Monaten hervorragendst. Durch das, dass sie eben diese Zinsen nicht an uns Sparerinnen und Sparer weitergeben. Und wir Österreicherinnen und Österreicher, wir horten ganz einfach Milliarden an Kohle, an täglich fällig bzw. sogar an Bargeld. 237 Milliarden Euro horteten wir zum Ende des Kalenderjahres 2022. Mittlerweile ist es sogar noch mehr geworden. Und du siehst da ganz einfach, auf der blauen Fläche, wie viel Kohle wir eigentlich herumliegen haben. Die ganzen privaten Haushalte haben über 237 Milliarden rumliegen und das eben extrem schlecht verzinst. Wie ich kann nur aufrufen, liebe Leute da draußen, sucht euch gute Sparkonditionen, wenn ihr schon dieses Geld rumliegen habt und es ist ganz einfach besser zu 2% oder 2,5% oder zu 3% anzulegen, als eben niedrigst verzinst mit 0,2 oder 0,5%. Also eine Zinsdifferenz von 2% und sei es eben noch so ein kleiner Betrag, versucht es wirklich zu den besten Banken zu gehen mit den höchsten Sparzinsen. Natürlich eine gewisse Sicherheit soll dahinter sein. Einlagensicherung schauen, welcher Staat ist denn dahinter, welcher Einlagensicherungsfonds ist denn dahinter. Ist es eben ein Staat, der eben möglichst sicher ist? Ist der Einlagensicherungsfonds einigermaßen sicher? Und dann könnt ihr eben dort anlegen. Und immer bedenken, maximal 100.000 Euro und nicht mehr, weil sonst springt eben die Einlagensicherung ab. Und wie sieht es denn bei den Kreditzinsen aus? Naja, das, was sie eben die lieben Banken vergessen, bei den Sparzinsen an uns Kundinnen und Kunden weiterzugeben, das ist bei den Kreditzinsen natürlich anders. Und du siehst da eben auf Basis der Daten von der Österreichischen Nationalbank, dass die Kreditzinsen natürlich automatisch steigen. Und da gibt es eben in den letzten Monaten einen deutlichen Aufwärtstrend und dieser Aufwärtstrend lässt natürlich nicht nach. Die letzten Daten, die ich eben von der Österreichischen Nationalbank habe bzw. gehabt habe, das waren eben die Daten vom März 2023 und wir können uns sicher sein, dass eben im April und Mai und mittlerweile Juni die weiteren Daten weiter nach oben zeigen. Wir sehen da eben hier vor gut einem Jahr war es nur beim Konsumkredit kurz vor 6%, jetzt sind wir natürlich schon über 8% und der Aufwärtstrend geht natürlich weiter und wir sehen genau das gleiche auch bei Immobilienkredite, bei Effektivzinsen, da waren wir eben bei deutlich unter 2% und jetzt nähern wir uns eben bereits der 4% Linie, beziehungsweise können wir davon ausgehen, dass wir jetzt im Juni bereits über 4% sind, also ein Zinsanstieg von jenseits von 2% und das sehen wir eben bei den Sparzinsen definitiv nicht über die breite Masse. Jetzt habe ich ganz viel erzählt eben über die tollen Sparzinsen, die ja nicht so toll sind, aber toll sind eben die Inflationszahlen. Zweistellig waren die jenseits von 10% und du weißt ja,
Mini, bisher Mikro im Warenkorb, Wocheneinkauf, Tageseinkauf, die sind noch immer zweistellig. Also das, was du im täglichen Bedarf benötigst, das ist eben ordentlich teurer geworden in den letzten Monaten. Aber natürlich auch der VP ist ordentlich nach oben gestiegen, war auch zweistellig. Mittlerweile ist er im Mai 2023 im Vergleich zum Mai 2022 bei 8,8% zu liegen gekommen. Aber gleichzeitig, wenn ich mir eben ansehe, was bekomme ich denn an Sparzinsen, minus Inflation, was kommt denn da raus? Das ist eben die Realrendite und da sehen wir eben noch immer einen Zinssatz, eine Realrendite in der Höhe von rund 8%. Also dein Geld wird entwertet, wenn du es eben sparst. Gleichzeitig, was sind die Alternativen? Natürlich kannst du anlegen in Wertpapiere, aber da ist ein gewisses Risiko dahinter. Langfristig gesehen ist das eben eh die einzige Chance oder eine der wenigen Chancen, dass eben du mit kleineren Beträgen eben irgendwie der Inflation entkommst. Kurzfristig oder mittelfristig eh keine Chance. Langfristig ist das eben die einzige Chance. Du siehst eben hier an diesem Schaubild, an diesem Diagramm, die rote Fläche, das ist die Realrendite. Und du siehst eben auf diesem Diagramm negative Realrendite. Irgendwann 2009 war die einmal nicht gegeben, aber ansonsten war sie eigentlich immer gegeben. Und speziell in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, extremst negativ. Andi, wie könnte es denn weitergehen? Wie ist denn deine Zinsenprognose? Sehr viel Nebel. Meine Einschätzung ist, es könnte raufgehen, es könnte aber auch runtergehen. Oder es könnte eine Seitwärtsbewegung geben. Mal schauen, was denn da kommt. Ich weiß es natürlich auch nicht, wie es denn weitergeht. Ich bin auch nur ein Laie, habe keine besonderen Kenntnisse. Wir können uns nur überraschen lassen, was denn die Welt in den nächsten Monaten so zustande bringt, beziehungsweise wie es denn mit der Inflation weitergeht. Aktuell beruhigt sich das Ganze ein bisschen, speziell außerhalb Österreichs. Wir können nur hoffen, dass in Österreich die Teuerung mittlerweile dann auch langsam eben zurückgeht. Aber 8,8% im Mai ist natürlich noch immer eine großartige Ansage, und wenn man das eben ein bisschen weiter zurückblickt, also die Teuerung in den letzten 1,5 Jahren ist wirklich immens. Wir können nur hoffen für uns hier in Österreich, dass das eben langsam wirklich eben zu Ende geht, dass es eben die Teuerung eben endlich einmal weg ist und dass sich das Ganze eben normalisiert. Ich kann dir nur sagen, toi, toi, toi für die nächsten Monate. Die Sparzinsen sind natürlich im Steigen. Du kannst dir auf sparzinsen.at die aktuellen Sparzinsangebote ansehen. Steuereinfach, nicht steuereinfach. Ja, da gibt es interessante Angebote. Speziell, wenn du dir dein Geld ein bisschen bindest, über 3 Monate oder vielleicht sogar länger. Aber das ist natürlich auch mit Risiko behaftet, wenn nämlich die Leitzinsen steigen und die Sparzinsen in weiterer Folge in der Zukunft ebenfalls steigen. Dann schaust du eben durch die Finger, weil du eben gebunden bist. Garantie gibt es für nichts, außer für den Tod. Ich kann nur sagen, beobachten, beobachten, beobachten. Ich freue mich natürlich, wenn du meinen Kanal weiter verfolgst, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, wenn du mich abonnierst, und unten in der Videobeschreibung findest du natürlich weitere Informationen zu diesen Videos und zur Leitzinserhöhung von der EZB. Danke sehr fürs Zusehen, bis bald und auf Wiedersehen. Euer Andreas von Brokerinvest.at. Ciao.